Der Phil. Barcelona. In Barcelona werde ich jetzt mal eben. Wo ist dieses Viech, was ich hier bauen wollte? Vollstrecker, 4 Runden. Hoffen wir mal, dass sich dadurch die Quest aktualisiert. So, du ballerst den da ab. Bringt ja fast gar nichts, lächerlich. Und du ballerst auf die. So. Ah, hier, ja, schließen alle Frieden mit dem. Tja, war dir wohl doch zu viel, dass du gegen die ganze Welt Krieg geführt hast, du Vollidiot. Jetzt wissen wir immerhin, dass wir ihn in die Schranken gewiesen haben. Nächste Runde, Leute. Welcome back, Combat! Und Seifo ist auch wieder da. Welcome back, Seifo. Da kommen sie alle vorbei jetzt. So, der hat uns angegriffen. War ein Fehler. Weiß gar nicht, warum die uns alle angreifen seit neuestem. Was haben wir denen getan? So, der Kunde geht einfach mal mit. Ist da Miasma? Nein. So, warte. Wieso kann der? Warte, ist das Miasma? Nein. Ach scheiße, da ist ein Alien-Nest. Ach fuck it. Ich gehe außen rum. Ich gehe außen rum. Dauert zwar 100 Jahre. Aber ganz ehrlich, ey, ich werde jetzt nicht durch dieses Alien-Nest watschen. Wir können aber mal hier so ein bisschen erforschen, was da so los ist bei dem. Du gehst in die Stadt rein, gehst auf Bereitschaft. Der Arbeiter. Erdölquelle. Der Arbeiter hat eigentlich seinen Job hier erledigt, glaube ich. Wieso habe ich das Phyraxit? Bin ich dumm? Da ist Phyraxit. Da ist Phyraxit, wieso habe ich das denn noch nicht? Ah, ich glaube, das ist durch diesen... Ah, durch den Orbitalfabrikator ist es dort entstanden und ich habe es nicht gemerkt. Das kann natürlich sein. Kannst du dich noch bewegen? Ja, geh mal hier hin, wo der Arbeiter ist. Bitte aufpassen. Bostralien! Was bauen wir denn in Bostralien? So eine Treibstoffanlage wäre geil. Questentscheidung, Leute. Arbeitsgesetze. Mit der Fertigstellung des Thoriumreaktors produziert unsere Kolonie nun deutlich mehr Energie. Er erzeugt so viel mehr an Energie, dass eine Vielzahl der Arbeit sich für mehr Lohn stark macht. Sie organisieren sich in einer Arbeitergewerkschaft, die zweifelsohne auch in künftigen Thoriumreaktoren Einzug halten wird. Wollen wir die Gewerkschaft auflösen, dann bekommen wir 3 mehr Energie durch diese Reaktoren. Oder wollen wir die zulassen, dann bekommen wir Produktion durch die Reaktoren. Wir bekommen aktuell 92 Energie die Runde. Ich glaube fast, dass wir Produktion nehmen sollten, oder? Ihr könnt es auf jeden Fall entscheiden. Ich schaue mal eben. Ah, hier steht es jetzt mit dem Phyraxit. Ah, das ist diese Runde also erst und ich habe das direkt gemerkt. Like a boss. Like a boss. So, wollen wir mal schauen, was die, was ihr sagt. Phil sagt auflösen, aber wir haben doch viel zu viel eigentlich, oder? Mortarion sagt zulassen, Luca Boster sagt auch Produktion zulassen, zulassen. Alles klar, Leute, Produktion ist auf jeden Fall geiler. So, und dann gehen wir in die nächste Runde, wa? Oh, wer steht denn da? Wem gehört die Einheit?
Den Russen? Egal wer es ist, er hat die Aliens getötet. Ist ein guter. Würde ich im Miasma stehen. Da ist kein Miasma. Ja, dann geh erstmal auf den Hügel. So, der Arbeiter geht hier hin. Und du gehst hinterher. Ist da Miasma? Nö. So, der Kunda. Boah, ist das nervig. Der muss jetzt echt außen rumlatschen, nur weil da die Kackvögel sind. So, du gehst hier schauen. Dann gehst du hier lang. Der geht jetzt an der Grenze hier so ein bisschen lang. Und der geht mal hier oben hin. Da haben wir einen Bautrupp der Russen. Gut, werde ich mir merken. Oh, hier, der wird in 5 Runden runtercrashen. Dann können wir in Barcelona eigentlich neuen bauen. Vielleicht wieder mit strategischen Ressourcen, würde ich sagen. Eine Farm im Ozean. Müsste man mal schauen, wo man den am besten hinpackt. Hier oben lohnt sich halt schon enorm, weil da würden fast alle Felder profitieren. Und Barcelona ist echt... In 3 Runden wächst Barcelona sogar nochmal. Sehr schön. Moin Kevin! Alles fit? Alles fit bei mir. Schön, dass du vorbeischaust, mein Guter. Wie man die ganze Zeit sich bewegen hören kann. Ja, die ist irgendwie... Kommt die immer hierher und ich glaube, die geht dann immer in den Flur und schaut raus und guckt, was draußen so abgeht. Na, Maus? So, hier bauen wir eine Mine hin. Und hier, du gehst auf Bereitschaft, falls die Aliens Stress machen wollen. So. Da ist das Nest... Da kommen wir nicht lang, shit. Müssen wir hier hin? So, du gehst hier weiter. Ich will nämlich schauen, wie seine... Na, okay, warte, geh nochmal einen hier hin, um das alles zu sehen. Und dann hier hin. So, der geht hier weiter. So, immer schauen, was hier abgeht. Okay. Die Cam geht wieder nicht safe, oder? Die ging für 10 Minuten oder so und dann ist sie ausgefallen. Moin Lemon, grüß dich. Was wollen die wieder? Wasserstädte haben wir, Kampfstärke. Ja, von mir aus. Dann haben wir hier noch Aliens wieder in der Nähe von Boston gesichtet. Ey, das ist nicht wahr. Was machen die ganze Zeit hier? So, Produktion. In Bozen, okay. Gezeitenturbine. Ja, Geld haben wir momentan genug. Die Soma-Destillerie wäre nice, weil hier kriegen wir dann wieder richtig, werden wir richtig gepusht durch. Guck mal, die macht ja auch Wissenschaft höher, Produktion. Also wenn die Bevölkerung gesund ist, dann läuft's, ne? Wissenschaft 330 Punkte ist auch gut eigentlich. Eine Kefwiege müssten wir, brauchen eigentlich eine dritte noch, deswegen bauen wir hier noch eine Kefwiege. Haben wir hier, hier und hier haben wir die, glaube ich, schon. Ne, hier, hier bauen wir die gerade. Dann haben wir 3 Stück. 1, 2 Runden, 3. Ne, warte mal, dann baue ich die gleich in Barcelona lieber. Ne, dann baue ich die lieber in Barcelona. Dann bauen wir hier erstmal einen Hyperkern. Kostet 4 Phyraxit, ne. Neurolabor.
Neurolabor könnte man machen. Bringt nochmal 10% Wissenschaft. Oder der Reaktor hier mit der Produktion. 2 Runden, ja. Den holen wir uns. Den gönnen wir uns, Leute. Ah, er ist unentdeckt geblieben, konnte aber keine Energie abzapfen. Das ist doch scheiße. Komm, probier nochmal Energie abzuschöpfen. Ey, das ist echt krass. Wir müssen den, glaube ich, bald wieder in eine andere Stadt packen. Das ist echt... Irgendwie ist es so unerfolgreich gerade alles. So, Leute, ich gönne mir erstmal ein bisschen Schokolade. Das muss jetzt auch mal sein. Oh, so. Jetzt kommst du wieder, weil du was hörst. Na, das ist nichts für dich. Schokolade ist für mich. Ich muss mir auch mal was gönnen. Hm? Komm mal her. Na? Du wirst trotzdem gekrault, ne? Ja. Alter, da baut eine Stadt hin, Leute. Cheers, man! Wow! Ja, Kevin schreibt, ich war letzte Nacht 18 Stunden bei einem anderen Stream dabei. Oh mein Gott, er hat einen anderen und sagt's auch noch. Das ist krass. Egal. Also, er war 18 Stunden bei einem anderen Stream dabei. Von 13 bis 15 Uhr hat er nur gepennt, deswegen bin ich nun leider nicht so aktiv und kann auch nicht ganz so viel spenden, sonst werde ich arm. Kevin, du musst wirklich nichts spenden, Mann. Du hast diesen Monat schon so viel auf den Tisch gekloppt. Ich bedanke mich natürlich. Vielen Dank für deine Donation, Kevin. Echt krass, Mann. Aber sieh es nicht als Pflicht an zu spenden. Ich freue mich auch, wenn du hier bist, wenn du dir den Stream anschaust. Und wenn du nichts spendest, bin ich auch nicht böse. Ganz ehrlich, vielen Dank für deinen krassen Support. Und wenn du zu müde bist, leg dich gerne hin, ja? Wie gesagt, es ist echt nicht schlimm. Wir haben eine Quest abgeschlossen in der Zwischenzeit, den Schwinder. Okay. Seit die Schwinder zum ersten Mal gefangen wurden, haben Wissenschaftler viel über ihr ungewöhnliches Verhalten herausfinden können. Das heißt, Leute, es hat wirklich daran gelegen, dass ich noch nie eine Einheit gebaut habe, dass ich die nur gekauft habe. Mist. Das Fleisch, das man im Vivarium als Köder ausgelegt hatte, wurde nicht angerührt. Aber es wurden nahezu alle Metallgegenstände im Innenraum sauber poliert. Die genaueren Analysen zeigen etwas Überraschendes. Fast alle Metalle auf diesem Planeten sind von mikroskopisch kleinen Insekten bedeckt. Es handelt sich dabei quasi um termitenähnliche Wesen, die Schicht um Schicht langsam verdauen. Die riesigen Schwinderbestien scheinen also tatsächlich Kreaturen zu sein, die sich von dieser Oberfläche ernähren. Diese These wird auch von den Soldaten bestätigt, die dafür zuständig waren, die Bestien zu verlegen. Hä? Doch, verlegen, ja. Beim Betreten des Vivariums rannten die riesigen Aliens in die Ecken des Raums. Als man jedoch in die Mitte einen Haufen Metallschrott legte, bekamen sie bereitwillig herbei. Unseren Rangern sind diese fügsamen Wesen anscheinend ziemlich ans Herz gewachsen und vielleicht haben die Ranger eines Tages sogar Begleitungen im Kampf. So, 16 Affinität zur Harmonie und Ranger haben 10% Verteidigung gegen Nahkampfangriffe. Nice! Wir haben uns von den Trägerraketen getrennt, die uns von der Erde weggebracht haben. Warum sollten wir uns nicht von einigen dieser Erdgene trennen, da uns nun bessere zur Verfügung stehen? Okay, Harmonie. Stufe 6 sogar schon. Mhm. Das sieht gut aus. Auf ein Wiedersehen. So, das heißt, der kann erstmal gepusht werden und dann geht er nach Boston und positioniert sich dort. Lass mich gleich mal schauen, Leute. Lass mich gleich mal schauen. So, du gehst erstmal hier hin und schaust. Hier ist nicht sonderlich viel los irgendwie. So. Und du gehst mal hier oben lang. Da ist auch nichts mehr. Ich weiß nicht, der Erkunder läuft jetzt hier weiter, aber irgendwie ist er hier nicht zum Erkunden. Aber Granz, ich habe mir extra einen anderen Twitch-Account gemacht für den anderen Stream. Keine Angst, okay. Der Kevin018 ist dann wahrscheinlich bei dem anderen Streamer gewesen. So, du kannst erstmal... Stehst du im Miasma? Nee. Geh mal schön auf Bereitschaft. So.
Der könnte hier hingehen. Warte mal. Das Alien-Nest. Wieso kommen die schon wieder so nah? Ich mag das nicht. Geh mal hier hin. Oder war da... Das ist doch kein Nest, oder? Nee. So, ich hoffe, dass ich hier rumgehen kann. Alles klar, Leute. So, aha, alles klar. Die haben ja also hier... Wir haben einen Geheimagenten rekrutiert. Sehr schön. Mason Treadwell. Kennt jemand Mason Treadwell? Ich glaube, so heißt der. Mal gucken, wer von euch Insider ist. Wir gehen nach Waldgeist, würde ich sagen. Jo, läuft. So, dann... Quest haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir jetzt noch so für Quests? Bauen Sie ein Neurolabor in Australien. Stimmt, das müssen wir noch machen. Führen Sie eine Geheimorganisation der Trainingsstufe 4 oder höher durch. Oder drei Kev-Wiegen bauen. Zwei haben wir schon. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen... Ah, der ist fertig. Okay. Ja, machen wir ihn jetzt mit dem Bauarbeiter. Der geht hier hin. Und Schild erstmal, würde ich sagen. So. Okay. Ich weiß nicht, ja doch, Thermiumreaktor, denke ich. Der bringt da jetzt sogar noch ein bisschen Produktion. Und Produktion ist eigentlich immer gut. Ein Institut, nee, bringt nur Wissenschaftler. Nehmen wir uns den Reaktor hier. So, und in Bostrop, alles klar. In Bostrop könnten wir die Kev-Wiege theoretisch auch noch bauen. Die brauchen wir aber eigentlich gar nicht mehr. So, ein gaianischer Brunnen. Gaianischer Brunnen. Warum eigentlich nicht, oder? Ne, eigentlich lieber den Reaktor auch wegen der Dingens hier. Wegen der... Ja, 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 ja. Ja, mir, 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 mir. So. Okay, nächste Runde. Und ich esse weiter meine Rittersport-Vollmilch. So, sorry Leute, ich habe gerade eine SMS von meinem Dad bekommen. War wichtig. Ich habe eine Quest abgeschlossen, die Stahlsynapsen. Wir sind nun vereint, ein kollektiver Geist, der uns zu großen Taten verhilft. 27 Affinität zu der Vorherrschaft und 160 Wissenschaft. Leute, ich muss im nächsten Durchgang viel mehr auf diese ganzen Sachen hier achten, auf diese ganzen Quests. Da kriegt man ja echt ein richtig gutes Dingens zu. Das ist echt nice. Wir haben hier durch das jetzt so viel Wissenschaft und Affinität bekommen. Das ist echt gut. Die Unterstützung für alle vorherigen Versionen der Menschheit wird mit diesem Update eingestellt. Okay. Stufe 18, Leute, der Vorherrschaft. So muss es sein. Und schaut euch mal an, wie viele Aliens hier sind. Aber wir bleiben hier stehen. Ich komme bis hier. Warte, wir gehen Schritt für Schritt. Okay, kein Alien-Nest. Hier ist Miasma, deswegen gehst du dorthin. So, du gehst hier hin. Und du gehst hier oben hin. Wow, Xenomasse, 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 aber ist halt mitten im Eis. Ansonsten wäre das echt interessant. Alter, wie viele Städte hat der Russe denn hier auch? Fortune? Aber die gehörte bestimmt mal den Amis. Die gehörte bestimmt mal den Amis. Okay, Produktion wählen.
in Boston. Boston, Boston, Thoriumreaktor, Produktion, das ist doch klar. So, wir haben wieder eine Questentscheidung. Je mehr man weiß. Auf der Erde gab es ein sehr weises Sprichwort, das ganze Jahrhunderte überdauerte. Wissen ist Macht. Je mehr Wissen, desto stärker werden wir. Aus diesem Grund haben wir ein Institut gegründet, in dem alle unsere Bürger etwas lernen können. Über diese Welt, die alte Welt und alle Welten, die noch kommen werden. Es gab bereits einen immensen Besucheransturm. Die Leute sind begierig nach Wissen und brauchen einfach nur Anleitung. So, wir könnten die Forschung auf alle wissenschaftlichen Zweige ausweiten. Da würden wir 5% durch nochmal extra an Wissenschaft bekommen durch ein Institut. Oder auf einen bestimmten Fortschritt konzentrieren, da könnten wir direkt eine kostenlose Technologie bekommen, Leute. Was wollen wir machen? Ihr habt es in der Hand, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in den Chat und ich esse wieder meine Schoki weiter. Lecker, lecker. Phil sagt Zweige. Combat sagt das, was Phil sagt. Luca Buster sagt auch, auf die Zweige ausweiten. Okay, die meisten Leute wollen hier die Forschung auf alles ausweiten. Dadurch bekommen wir nochmal 5% Wissenschaft hinzu. Sehr schön, jetzt haben wir schon 355 jede Runde, ey. Das ist so nice, Leute. Also wir sind echt eigentlich eine aufstrebende Nation, muss man ja mal sagen. So, dann schauen wir uns mal die Produktion an in Bozen. Boah, wir können so viel bauen, ey, das ist unglaublich. Eine Xeno-Zuchtstation. Aber wir haben keine Dingens hier in der Nähe, schade. Also die können echt fast nur noch auf Forschung gehen hier. Oder wir gehen auf Gesundheit. Gesundheit wirkt sich halt auf alle Städte aus, deswegen gönne ich mir das mal. So, bla bla bla. Die machen das. Ist sogar in einer Runde fertig. Was hatte ich noch für eine Quest schon wieder vergessen? Ein Neurolabor in Bostralien. Wo habe ich denn jetzt gerade was zum Bauen gegeben? In Bozen, ne? Bostralien braucht noch 3 Runden, bevor die Produktion fertig ist. Gut, weiter geht's. So, der Afrikaner cleart da unten mal wieder unsere Gewässer. Moin Phantomium, grüß dich. Nee, 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 wir werden bis zum Ende kämpfen. So nicht. Fertig, Neural Upload. Sie verfügen über Artefakt. Jetzt sagst du mir das, danke. Jetzt liest die das nicht mehr vor. Wenn man die neurobiologische Aktivität eines Individuums auf einem Computer reproduziert, mit allen Absichten und Zielen, ist dieser Computer das Individuum. Okay. Das bedeutet, wir dürfen eine neue Forschung anstreben und ich glaube, der Erkunder hier oben... Ja, also hier kann er nicht lang, bringt nichts. Hier kommen wir auch nicht. Doch, ah, wir können über das Eis fliegen. Echt cool, wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Haben wir hier irgendwo noch? Ich glaube, wir haben hier nichts mehr, wo der Erkunder hingehen kann. Shit. Ein Handelsschiff ist hier und das Handelsschiff wird wieder nach Ladan gehen. Das ist echt wow. Das ist die beste Route, die wir haben können. Grants ist lesefaul. Ich will nur einfach diese wunderbare Stimme hören, die mir sonst immer die Texte vorliest. Das finde ich immer so schön. Hat nichts damit zu tun, dass ich faul wäre oder so. Keine Sorge. So, Produktion wählen in Barcelona. Was wollen wir bauen in Barcelona? Hyperkern. 15 Wissenschaft. Kostet 4 Phyraxit, aber ich glaube in Barcelona würden sich 15% Wissenschaft wirklich lohnen, weil Barcelona... Boah, 85, das ist ja richtig nice, ja. Komm, das bauen wir. Ey! Das bauen wir, den Hyperkern.
nochmal 2 Wissenschaft drauf und zusätzlich 15%. Was will man mehr? Dann dürfen wir auch noch in Bostrop etwas bauen. Wie wäre es mit der Soma-Distillerie? Und, Verbesserung wieder. Verbesserungen für unseren Engel direkt. Schaut euch diesen wunderschönen Engel an, Leute. Ist er nicht hübsch? Für alle Leute, die nicht wissen, was sie sagen sollen, ja, er ist hübsch. So, er könnte aber zum besten Engel werden. Der würde dann 30% beim Angriff dazu bekommen oder 40% beim Flankieren. Ich gebe ihm einfach mal 30% Angriff, das finde ich geiler. So, haben wir den Engel abgegradet. So, mustert. Forschung wählen. Hyperleiter, die Holon-Kammer. Sie erhalten Wissenschaftseinkommen in Höhe von 10% des globalen Energieeinkommens. Das würde bei uns nochmal 8 Wissenschaft bedeuten. Müsste aber auch erst gebaut werden. Ich bin ja auch auf Vorherrschaft. Ich könnte mal gucken, was empfiehlt er uns denn? Die Fabrikation empfiehlt er uns für Flugzeugträger und die Kuppel. 10 Stadttrefferpunkte. Aha, ja, finde ich nicht so geil. Die Feldtheorie. Damit könnten wir den Feldreaktor bauen. Wir könnten den Mantel bauen. Mantel. Wissenschaft plus 3 ist auch nicht schlecht. Brauchen wir aber Reinheit 8. Und Quantencomputer. Freier Unterhalt und 50% Dauer für Orbitaleinheiten. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist eigentlich echt schlecht. Richtig gut, die Feldtheorien. Dann Organik wird noch empfohlen. Mit Xenomasse. Unsterblicher. Eine Biofabrik bringt... Oh, Produktion. Oh, nice. 3 Produktion. Brauche aber Erdöl in dem Umkreis. Ist aber nicht schlecht. Und hier oben hätten wir noch etwas, was wieder Affinität für die Vorherrschaft bringt. Da haben wir aber eh schon die maximale Stufe erreicht, Leute. Das ist also eigentlich total egal. Golem. Dann hätten wir hier den Bioglasbrennerei. Bringt 2 Produktion, kostet aber 4 Raxit. Lass uns die Organik nehmen. Da können wir ein paar Städte nochmal in der Produktion ein bisschen pushen. Und geht auch nur 3 Runden. Das ist doch geil. Shit, jetzt weiß ich, wo mein Fehler war. Ich muss hier oben auf Siege gehen. Kacke. Kacke, kacke, kacke. So, habe ich irgendwo schon gepunktet. Wo bin ich? Welcher bin ich? Ich bin der hier, ne? Die Herrschaft. Ja, toll. Da will ich überhaupt nicht punkten. Na, Mist. Leute, wo könnten wir denn jetzt am besten hingehen? Das gelobte Land. Starten Sie eine Einheit Lasercom-Satellit. Ein Lasercom-Satellit müsste ich hier starten. Transzendenz könnten wir auch machen. Transzendenzsieg. Forschen Sie die... Nee, da fehlt mir noch voll viel. Kontakt. Was muss ich hier machen? Entdecken Sie das Stammsignal. Habe ich auch noch nicht. Nee. Emanzipation. Lasercom-Satellit ebenfalls. Okay, ich muss diesen scheiß Lasercom-Satelliten bauen. Komm her. Hier, kaufen wir. Wir kaufen den. Was ist... Den baue ich doch nicht. Scheiße, wie baue ich den denn? Oh no. Oh no. Oh no. Lasercom. Satellit. Benötigt die Technologie Orbitalnetzwerk. Orbitalnetzwerk. Habe ich das noch nicht?